Mit dem Ergonom 400 wird ein lichtoptisches Mikroskop vorgestellt, das in seiner Leistung bisher unerreichbar ist hinsichtlich Vergrößerung, Auflösung und Tiefenschärfe. Dieser Kurzfilm beschäftigt sich mit Präparaten aus dem Bereich der Medizin, wobei jeweils Gegenüberstellungen in der üblichen Mikroskopietechnik und dem neuen Verfahren mit dem Universalmikroskop Ergonom 400 gezeigt werden, welches die Arbeit auch in der bisher üblichen Technik erlaubt, sodass man von einem Verfahren in das andere problemlos überwechseln kann. Dadurch ist es möglich, den Kenntnisstand biologischer Strukturen auf höhere Vergrößerungsmaßstäbe zu übertragen. Dieses Bild beweist die variable Tiefenschärfe an einem Messgitter in 30 Grad Neigung. Ebenso demonstriert dieser 3,5 mm dicke Knochenschnitt die Leistung der Tiefenschärfe des Ergonom 400, die über die gesamte Höhendifferenz durchgängig erhalten bleibt, mit Darstellung aller einzelnen Trabekelstrukturen. Die ausgezeichnete Konturenschärfe, auch der in der unteren Region liegenden Knochenbälkchen, ist auf die hochauflösende optische Konstruktion zurückzuführen. Diese Spezies aus der Gattung der Trips ist vorzugsweise ein Gummibaumschädling, der hier in der Jugendform als flügelloser weißer Imago und in der Erwachsenenform als dunkelbraun beflügeltes Insekt mit ausgebildetem Chitinskelett zu beobachten ist. Die Leistung mit dem Ergonom 400 bildet das gesamte Insekt scharf ab, sogar mit der Struktur der befallenen Blattunterseite. Auch die Einzelheiten dieser langbeinigen Fliege sind mit bisher unerreichter Tiefenschärfe unter dem Mikroskop zu erkennen. Ihre Beine und die Sollbruchstelle der Beingelenke, die behaarten Fühler, die großen Facettenaugen, ihre Fresswerkzeuge, die Analregion, ihre seitlich segmental angelegten Atmungslöcher, die Schwingkörbchen zur Flugstabilisierung, auch die Flügelstrukturen bis in die kleinsten Feinheiten. Hier folgen Vergleiche jeweils derselben Präparate zwischen heute handelsüblichen Mikroskopen und dem Ergonom 400. Zu achten ist jeweils auf Konturenschärfe, räumliche Wirkung, Differenzierung der feinsten Farbnuancen und damit auf bessere Bildinformation, hohe Auflösung und eine hohe Vergrößerung. Dieses Präparat zeigt Muskelfasern in üblicher Mikroskopietechnik. Und dann noch einmal das gleiche Präparat mit dem Ergonom 400 betrachtet. Hier sehen Sie Rattenhoden in herkömmlicher Mikroskopietechnik und wiederum das gleiche Präparat mit dem Ergonom 400. Dies ist eine Ösophagus-Schleimhaut mit Flimmerepithel in üblicher Darstellung. Und dann noch einmal das gleiche Präparat mit dem Ergonom 400. Bei diesen Gegenüberstellungen fällt auf, dass die Präparateeinfärbung für herkömmliche Mikroskope notwendig ist, bei dem Ergonom 400 jedoch störend wirkt. Ohne Einfärbung ließe sich hier erheblich mehr erkennen. Diese Lebendkultur von Herzmuskelzellen lässt zunächst den normalen, rhythmischen Synchronablauf von Kontraktion und Dilatation erkennen. Durch provozierte Irritation geht der Verband zunächst in eine asynchrone Tachykardie über, danach in den Flimmerzustand. Schließlich stirbt die Zelle links oben ab, dann links unten. Als letzte stellt die Zelle rechts im Bild ihre Tätigkeit ein.
Alle Zellen lösen sich im Verlauf des Absterbens vom Deckglas in die Nährflüssigkeit ab. Der gesamte Vorgang entspricht einem Infarktgeschehen in vitro und wurde mit Hilfe des Ergonom 400 in der Olbrich-Kammer gefilmt. Mit der gleichen Technik wurde auch dieses lebende Flimmerepithel aufgenommen, zum Teil im kompletten Gewebeverband, zum Teil auch als Einzelzellen, die bestrebt sind, sich dem Gesamtverband anzudocken, wie es ihrer natürlichen physiologischen Integration entspricht, und das sowohl in Zeitlupe als auch in Normalgeschwindigkeit. Flimmerepithel kommt zum Beispiel im Atmungstrakt vor und hat die Aufgabe, mit seiner Schlagrichtung Richtung Rachenraum Fremdpartikel herauszutransportieren. Hier sieht man in das Protoplasma von Nervenzellen mit den verschiedenen Zellorganellen. Die bewegten dunklen Kügelchen sind kleine, mit einem Neurotransmitter angefüllte Vesikel. Diese Transmittersubstanzen sind der chemische Überträgerstoff, der zu den Nervenkontaktstellen, Synapsen genannt, transportiert und dort entleert wird. Sie sind mitverantwortlich für die Übertragung von Nervenimpulsen. Im Mikroskop kann der Transport dieser Vesikel im Neuriten genau verfolgt werden. Ebenso fällt an verschiedenen Stellen auch ein extrazellulärer Transport entlang eines Neuriten auf, der bisher in keiner Literaturstelle beschrieben ist. Hier an einer multipolaren Zelle und hier an einer bipolaren Zelle. In der Lebendkultur ist sogar die Kontraktionsfähigkeit von Nervenzellen zu registrieren. Auf diese kontraktile Eigenschaft des Nervensystems wird nur selten hingewiesen. Hier wird die Darstellung eines Gehirnschnittes in verschiedenen Ebenen gezeigt. Das Ergonom 400 erlaubt aufgrund seiner variablen Tiefenschärfenregulation und Hochauflösung auch die sogenannte Konfokaltechnik anzuwenden. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das in etwa dem Schichtröntgen entspricht und in einem dicken Präparateschnitt verschiedene Schichten scharf abbilden kann, ohne dass die Schärfe durch höher oder tiefer liegende Gewebeteile beeinträchtigt würde. Die Konfokaltechnik wurde auch im Falle dieser Maus eingesetzt, bei der das Fell im Thoraxbereich abgeklappt ist. Die Herzaktionen sind durch die Thoraxwand hindurch zu beobachten. Diese Technik ermöglicht es auch, zum Beispiel die Darmperistaltik dieser Milbe zu beobachten. Dies ist der Schwanz einer Kaulquappe von 2 mm Länge. Hier ist der arterielle wie auch der venöse Blutstrom deutlich erkennbar, ebenso die Kapillarverbindung. Bei genauer Beobachtung sieht man, dass jeweils nur ein einziger Erythrozyt das Kapillarlumen passieren kann. Weiße Blutkörperchen besitzen die Fähigkeit der amöboiden Fortbewegung durch Scheinfüßchen, den sogenannten Pseudopodien. Dabei nehmen sie Fremdkörper und Bakterien in sich auf und neutralisieren diese. An diesem Phagozyten kann der Bewegungsvorgang deutlich verfolgt werden. Dieser aktive, lebende Leukozyt nimmt durch Endozytose die im Serum befindlichen endobiontischen Partikel in sich auf und transportiert sie aus der Marginalregion in das Zentrum. Mit zunehmender Zentralmigration verlieren die aufgenommenen Partikel ihre Aktivität. Im gefärbten Ausstrichpräparat erscheinen diese im Protoplasma befindlichen Inhaltsstoffe als Granulat. In diesem Falle wurde das Blut eines krebskranken Patienten in vitro mit einer Legionellenkultur beimpft. Der Leukozyt hat zwar die Fremdpartikel und Parasiten in sich aufgenommen, aber seine Resistenz ist zu gering. Er zerplatzt und gibt den Inhalt wieder lebend frei.
Dieses Experiment zeigt aus einem Blasentumor isolierte, lebende und in Teilung befindliche Krebszellen, deren Nährflüssigkeit mit Thrombozyten beimpft wurde. Es sollte der Nachweis geführt werden, inwieweit Thrombozyten in der Lage sind, Krebszellen zu zerstören. Die neueste Geißel der Menschheit, AIDS, entzieht sich bis jetzt penetrant einer exakten Lebendbeobachtung. Mit dem neuartigen Mikroskop konnte aber folgender Sachverhalt aufgedeckt werden. Im Kulturversuch fallen drei verschiedene Größenordnungen desselben Virus auf. Der Wachstumsvorgang ist unter anderem auch dadurch gekennzeichnet, dass Viren der Größe B Sprünge ausführen. Im Vitalblut befindliche Viruspartikel des AIDS-Virus transformieren weißes Licht in Karmesinrot, das heißt, ihre optische Resonanz liegt vorzugsweise auf dieser Lichtwellenlänge. Vitalblutpräparate in dünner Schicht zeigen, auf welche Weise Leukozyten durch den AIDS-Virus zerlegt werden. Diese Gewebestruktur ist durch starke Vermehrung mehrschichtig überlagert und hier in üblicher Phasenkontrasttechnik mit maximaler Vergrößerung dargestellt. Es sind lediglich Kontrastunterschiede ohne Einzelheiten erkennbar. Das Ergonom 400 zeigt bei wesentlich stärkerer Vergrößerung und entsprechend hoher Auflösung die Einzelheiten der Gewebeverflechtung mit Zellauflagerungen entsprechend räumlich und tiefenscharf. Ein anderer Ausschnitt der gleichen Probe weist rechts oben eine Tumorzelle auf, die sich innerhalb von 30 Minuten teilt. Der Vorgang ist hier im Zeitrafferverfahren genau zu verfolgen. Das gleiche Gewebe zeigt an anderen Teilen dieselbe Situation. Verwendet man vergleichsweise die heute übliche Mikroskopietechnik mit Durchlicht, sind derartige Feinheiten nicht mehr erkennbar. Eine weitere Gewebeprobe im normalen Durchlicht lässt nur schwache Gewebestrukturen erkennen. Im Ergonom 400 bei Graufelddarstellung treten alle Strukturen räumlich in den Vordergrund. Diese Bindegewebskultur wurde im Phasenkontrastverfahren aufgenommen. Die Ausschnittvergrößerung aus der Bildmitte mit Ergonomtechnik lässt die Zellkerne und deren Granulation deutlich erkennen. Diese Lebendkultur ist bei normalem Durchlichtverfahren kaum einzuschätzen. Bei Ergonom 400 Graufeld mit zunehmender Kontrastdarstellung werden alle Strukturen jedoch einwandfrei aufgelöst und das mit einer überzeugend räumlichen Darstellung. Gewebeproben aus anderen Körperregionen belegen ebenfalls die überzeugendere Darstellung mit Hilfe der neuen Mikroskopietechnik. Die Beispiele zeigen Ergonomtechnik, normal Durchlicht und danach nochmals die Ergonomtechnik. Dieses Gewebe ist tumorös infiltriert und in Phasenkontrasttechnik abgebildet. Doch erst die Ergonomtechnik mit höherer Auflösung und räumlicher Darstellung aus dem mittleren Bildbereich beweist die Brisanz der malignen Wachstumstendenz. In der linken Bildhälfte ist eine in Teilung befindliche Tumorzelle, die der Leberzelle anhaftet, zu sehen. Dieser Bildausschnitt zeigt ebenfalls eine in Teilung befindliche Tumorzelle links oben, die von Abwehrzellen attackiert wird.
Im rechten oberen Bildabschnitt ist eine solitäre, abgelöste Krebszelle von ca. 25 Mikrometern Durchmesser mit ihren Fortsätzen zu erkennen, die sich in der Nährlösung befindet. Hier werden in Teilung befindliche Tumorzellen durch Killerzellen attackiert. In einem weiteren Versuch, bei dem Krebszellen in einer Lösung elektrolytisch zerstört wurden, konnte unter dem Ergonom 400 folgendes Phänomen beobachtet werden. Die auftretenden Gasblasen bilden im Grenzflächenbereich dickwandige Membranen aus. Dabei werden sogenannte Ionenkanäle in den Membranen orientiert sichtbar. An den Berührungsflächen treten rotierende, zweiachsig polarisierte Spannungsfelder in Erscheinung. Auch in dieser legionellen Kultur ist das eben beschriebene Phänomen nachweisbar, und zwar im Grenzflächenbereich zwischen Luftblase und Kulturaufschwemmung. Mit der Ergonomtechnik lässt sich jedoch auch gefärbtes Material untersuchen, welches für die normale Mikroskopie zwingend notwendig ist. Trotz der störenden Einfärbung können mit dem Ergonom 400 weitere Details sichtbar gemacht werden. Die Ergonomtechnik vereinigt in sich beide Eigenschaften, was zu besserer Bildqualität und Bildinformation führt. Bei höherer Vergrößerung und somit höherer Auflösung sind weitere Detailinterpretationen möglich. Dieser wissenschaftliche Kurzfilm hatte zum Ziel, Leistungen von bisheriger Mikroskopietechnik mit dem neu entwickelten und verbesserten Universalmikroskop Ergonom 400 zu vergleichen. Alle Gegenüberstellungen verdeutlichen den kommerziellen Nutzen, besonders für die Disziplinen der Medizin, Biologie, Chemie, Pharmakologie, ebenso für die Industriebereiche Kunststoffe, Elektronik, Metallurgie und der interdisziplinären Grundlagenforschung. Das Phänomen des Lebens ist in seinen tiefsten Tiefen unbegreifbar, wie auch die großen philosophischen Begriffe von Raum und Zeit. Wissenschaftlich lässt sich immer nur ein kleiner Ausschnitt dessen erfassen, was uns in Forschung und Erfahrung begegnet. Der menschliche Geist in seinem Wissensdrang stellt Fragen, erhält jedoch nur fragmentarische Antworten, die zudem noch interpretiert werden müssen. Schon im Altertum haben große Denker der Medizin versucht, Vorgänge von Gesundheit und Krankheit zu erklären. Ihre Beobachtungen führten zu der Säftelehre eines Hippokrates, die im Licht der modernen Forschung mit gewissen Einschränkungen auch heute noch ihre Gültigkeit besitzt. Gerade die Körpersäfte sind es, die biochemische Prozesse repräsentieren und deshalb einen diagnostischen Aussagewert besitzen. In diesem wissenschaftlichen Film werden die neuesten Ergebnisse auf dem Gebiet medizinischer und biologischer Grundlagenforschung dokumentiert, die mit einem neuartigen Lichtmikroskop erarbeitet wurden, dem Ergonom 400. Daher soll zunächst auf die Leistung dieses Mikroskoptyps eingegangen werden, das auf normaler lichtoptischer Basis eine Auflösung weit unter 250 Nanometern zulässt, weshalb Vergrößerungen bis etwa 25.000-fach erreichbar sind. Dies lässt sich anhand einer bestimmten Kieselalge demonstrieren, deren Lamellenabstände 250 Nanometer betragen. Die Lochabstände in den einzelnen Lamellen belaufen sich auf 180 Nanometern. Der Lochdurchmesser beträgt etwa 140 Nanometer. Derartige Auflösungen sind mit herkömmlicher Technik nicht erreichbar. Das Verfahren ermöglicht es, dieses Bindegewebssubstrat kontinuierlich durchzufokussieren, ohne dass höher oder tiefer liegende Schichten den Durchblick stören würden, was in etwa dem Schichtröntgen entspräche. In diesem Beispiel eines dicken Hirnabschnitts lassen sich mittels einer speziell entwickelten Technik Präparate in verschiedenen Ebenen scharf abbilden,
In diesem Beispiel eines dicken Hautschnittes lassen sich die einzelnen Schichten durch Computeranimation zusammensetzen und wie in einem Hologramm von allen Seiten und in jeder gewünschten Schnittebene darstellen. Auch die Blutströmung im Schwanz einer lebenden Kaulquappe kann auf diesem Wege sichtbar gemacht werden. Ebenso die Darmperistaltik einer roten Spinnenmilbe. Ein weiteres Merkmal der Ergonomtechnik besteht in der variablen Tiefenschärfenregulation, wodurch räumliche Darstellungen erzielbar sind, wie diese Darstellung eines Knochensubstrats zeigt. Die natürliche Farbwiedergabe von zu untersuchenden Vitalpräparaten und die überflüssige Einfärbung von Präparateschnitten führen mit den anderen Vorteilen der Ergonomtechnik zu einer verbesserten Bildinformation, wie das Beispiel dieser Alge Spirulina platensis beweist. Alle in der belebten Natur vorkommenden Säfte in Pflanzen und Tieren, auch die des Menschen, sind von einer Mikrobe begleitet, die verschiedene Forscher als Endobionten, Somatide oder Onchomyxa bezeichnet haben. Sie tritt in allen Körpersäften in Erscheinung, im Blut, im Urin, im Speichel, auch in der Samenflüssigkeit. Zunächst tritt diese Mikrobe in Virusgröße auf, kann aber je nach Milieu die äußere Erscheinung verändern bis zur Bakteriengröße, unter Umständen sogar bis zu fungoiden Erscheinungsbildern. Die Aufgabe des Endobionten besteht bei intakter Ausgangssituation in einer minimalen, jedoch ständig vorhandenen Stimulation des Immunsystems. Das Milieu, das unseren Körper durchsetzt, kann physiologisch oder pathologisch geprägt sein. Unter dem Begriff Milieu bzw. Terrain sind zu verstehen die Homöostase, die Stoffwechselleistung, pH-Wert, Hormone, Fette, Glukose, die Eiweißbilanz, die Immunlage, der Grad der Mesenchymverschlackung, der Mineralstatus, Vitamine, Spurenelemente. Die Gesamtkonstellation dieser Stoffe bestimmt unser Milieu und damit auch den Vitalitätsfaktor für Gesundheit und Krankheit. Der Endobiont passt sich jeder möglichen Milieuverschiebung an, was mikroskopisch an dessen Formveränderung erkennbar ist. Zum Nachweis wurde diese Blutprobe mehrfach gewaschen, um den Serumbefall zu beseitigen. Danach mit physiologischer Kochsalzlösung versehen und mit Glukose angereichert. Nach etwa 10 Minuten ist der Endobiont aus den Erythrozyten in das künstliche Milieu ausgetreten und entwickelt sich hier zum Beispiel in eine Y-Form, die nach und nach zu einem Stäbchen mutiert. Anschließend Einschnürungen aufweist, sich in Kockenformen teilt und schließlich Kugelelemente in die Umgebung entlässt. Unter stärkerer Milieuverschiebung kommt es zur fungoiden Weiterentwicklung, wie die folgenden Aufnahmen zeigen.
Starke Myzelien im Serum. Flexible Pilzfäden mit Sporen aus einem roten Blutkörperchen. Conidienträger. Hefesprossung. Blastosporen. Die aus solchen Beobachtungen zu ziehende Schlussfolgerung besteht darin, aus der Entwicklungsphase des Endobionten auf die Milieusituation des Patienten zu schließen und diese Erkenntnisse diagnostisch auszuwerten. Natürlich prägt das Milieu auch alle Zellverbände im Organismus und der Endobiont muss bei pathologischen Verschiebungen in den Körperzellen in Erscheinung treten. Dies ist die Membran einer gesunden Plattenepithelzelle. Die Oberflächenstruktur ist gleichmäßig vernetzt und macht einen vitalen, harmonischen Eindruck. Dieses normale Relief geht jedoch in dem Maße verloren, wie endobiontisches Material in den Zellen erscheint. Diese humane Plattenepithelkarzinomzelle weist Protrusionen der Oberfläche auf, die hier weiß erscheinen. Die Ausschnittvergrößerung beweist den deutlichen Strukturverlust. An dieser Tumorzelle fallen zwei sich teilende Vesikel im unteren linken Randbereich auf. Nach etwa 10 Minuten sind bereits 4 Partikel im Sinne zellfremder Strukturen zu erkennen. Im weiteren Verlauf lösen sich diese Partikel in einem Bläschen ab und flottieren frei in der Nährlösung, was einem viralen Ausbreitungsmodus entspricht. Der Ausschleusungsvorgang viroider Partikel aus Tumorzellen erfolgt vielfach über Vesikelbildung mit zunehmender Extrusion und schließlicher Ablösung von der Stammzelle. Diese Vesikel enthalten oft aktiv bewegliche Viroide, die in deren Plasma frei agieren oder die das Zytoplasma verlassen haben, dann die Außenmembran besetzen und sich durch Eigenaktivität mit dem Gesamtkomplex fortbewegen, wie hier im Blutserum. Oder einzeln aus einer Zelle heraustreten, wie hier an einem Erythrozyten zu beobachten ist, und dann ins Serum oder in die Nährlösung abwandern. Das Verhalten des Endobionten ist in anderen Lebensformen identisch, wie hier im Saft der schwarzen Johannisbeere oder der Stachelbeere. Ein Biopsiepräparat aus dem Unterkiefer eines ausgedehnten Plattenepithelkarzinoms weist mikroskopisch viroide Besiedlung mit parallel verlaufender Zellzerstörung auf. Die Zellkultur zeigt wiederum die bereits diskutierten randständigen Vesikelbildungen als Ausdruck gestörten Membranverhaltens, verursacht durch pathologische Vorgänge im Zellkern, wie hier durch die inhomogene Chromatinverteilung auffällt. Zum Vergleich wurde auch der gegenüberliegende Kieferabschnitt im augenscheinlich gesunden Bereich biopsiert und kultiviert. Die Zellkolonie zeigt jedoch nach 2 Tagen, wie im rechten unteren Quadranten erkennbar, intrazellulär, endobiontisch parasitäres Wachstum und langsame Zellzerstörung. Damit lässt sich auch die lang vermutete Ansicht bestätigen, dass Krebs kein lokales, sondern ein kausales Problem ist, dem der gesamte Organismus unterliegt. Dass es sich um viroide Partikel handeln muss, lässt sich mit dieser infizierten Fibroblastenkultur belegen, die hier ebenso als kleine Fremdkörper im Zellgefüge intra- und extrazellulär auftreten.
Die gleiche Kultur wurde in diesem Falle einem galvanischen Strom ausgesetzt, um die Reaktion des Virusverhaltens zu studieren. Wie zu erkennen ist, lösen sich die Viruspartikel sofort vom Objekt ab. Die Aufgabe weißer Blutzellen besteht unter anderem in der Säuberung des Serums und der Membranoberflächen. Hier ist zu beobachten, wie Leukozyten mittels ihrer amöboiden Beweglichkeit die Erythrozytenmembranen regelrecht abtasten und kurzzeitig mit ihnen sogar verklebt sind. Das Migrationsverhalten immunkompetenter Zellen und der dahinterstehende chemotaktische Mechanismus führen dazu, dass in diesem Beispiel eine Tumorzelle durch einen mehrschichtigen Lymphozytenwall eingeschlossen wird. Gerade diese mehrschichtige Ummauerung beweist das Vorhandensein einer Kommunikation auf chemischer Ebene zwischen den Abwehrzellen, die auf sogenannten Signalmolekülen der Zellmembran beruhen müssen, um den adäquaten Reiz für den zielgerichteten Migrationseffekt auszulösen. Diese Vitalaufnahmen demonstrieren die Verzahnung eines T-Lymphozyten mit einer Tumorzelle. Es entstehen kryptische Oberflächenvergrößerungen, während sonst die Lymphozytenmembran glatt begrenzt ist. Der Lymphozyt hat sich inzwischen entfernt. Die zerstörte Tumorzelle weist einen größeren Membrandefekt auf. Die Perforinspur zielt auf den Zellkern, der ebenfalls lysiert ist. Das Zytoplasma wird in die Kristallisationsform überführt und damit ist der Zelltod besiegelt. Derartige Kristallsignaturen treten übrigens auch in getrockneten Serumtropfen in Erscheinung, sofern der Patient präkanzerös belastet ist. Das Phänomen kann daher zur Feststellung einer sich entwickelnden Präkanzerose herangezogen werden. Hier handelt es sich um den bekannten Phagozytose-Vorgang, bei dem ein Viroid durch Endozytose zunächst in die Marginalregion und danach in die enzymatisch wirksamere Zentralregion transportiert und neutralisiert wird. Diese Zelle ist mit derartigen Endobionten bereits prall angefüllt, kann aber die Aufgabe der Zersetzung nicht mehr ausreichend erfüllen. Die Zelle platzt und entlässt den Inhalt ins Serum, von wo aus die erneute Kontamination des Milieus durch die frei beweglichen Endobionten möglich ist. Mit dem Universalmikroskop Ergonom 400 konnte ebenfalls die Zellteilung eines Pro-Monozyten in allen Schritten der ablaufenden Mitose beobachtet werden. Die Einleitung der Zellteilung und die endoplasmatische Organisation mit Einschnürung in der Teilungsebene. Die fortgeschrittene Organisation des Chromosomenapparates. Der Beginn der Abschnürung und schließlich die Ausbildung von zwei Tochterzellen mit kompletter Membrankonstitution. Was hier besonders auffällt, ist die Weitergabe und Zunahme der membranständigen Vesikelbildung von der prämitotischen Zelle bis zu den beiden Tochterzellen. Das heißt, Zellstörungen, deren viroider Befall und andere Defekte werden weitergegeben und führen auf diesem Wege schließlich zu Wucherungsprozessen. Bei der Frage, unter welchen Bedingungen derartige Vorgänge stattfinden, wurde ein Versuch in der sogenannten Olbrich-Kammer durchgeführt. Dabei wurde eine Blutprobe dem Einfluss galvanischer Ströme ausgesetzt. Es kommt zur Ruptur der Zelle oben links im Bild, während die Zelle rechts oben kurzzeitig kontrahiert. Die
Die hieraus zu ziehende Schlussfolgerung ist die, dass durch Störung oder Zusammenbruch des Membranpotentials die Zellen ihre Fähigkeit verlieren, spezifisch physiologische Aufgaben zu erfüllen. Mithin ist das Auftreten des Endobiontin im Blut nach Quantität und Formänderung zugleich ein Maß für das gestörte Milieu des Patienten und lässt Rückschlüsse auf dessen Gesundheitszustand im Sinne einer Präkanzerose zu. Zellen sind die Grundeinheiten des Lebens, Inseln der Ordnung inmitten einer physikalischen Welt. Diese Ordnung wird unter anderem aufrechterhalten durch Kommunikation über die Zellmembranen. In einem außergewöhnlichen Forschungsprojekt wurden primitive Vesikelmembranen aus Fettsäuren einem magnetischen Feld ausgesetzt. Dabei zeigten sich im Bereich der Kontaktstellen Interferenzmuster an den Membranen, die mit Änderung der angelegten Spannung variieren und bei Distanzunterscheidung miteinander verschmelzen. Auch dieser Versuch beweist die eminente Bedeutung elektromagnetischer Vorgänge an Membranen. Die Geldrollenbildung im Vitalblut als Ausdruck einer stärkeren Koagulationstendenz lässt sich nur über eine veränderte Membranladung erklären, bei der elektromagnetische Vorgänge eine Rolle spielen. Dieses Phänomen deutet diagnostisch auf Leberstörungen und Thrombosegefährdung hin. Promonozytische Tumorzellen zeigen auffallende, bewegte Tentakelbildungen, wie hier im Kulturversuch zu erkennen ist. Unter Einfluss eines elektrostatischen Feldes werden die Tentakel sofort abgeworfen. Diese Reaktion belegt ebenfalls den Eingriff elektrischer Felder auf die Zellphysiologie. Endobiontische Symbiosen sind in der Natur nichts Außergewöhnliches, wie diese Besiedlung eines Pantoffeltierchens mit Grünalgen zeigt, die als physiologisch einzustufen ist. Die Durchwucherung dieser Schimmelpilzkultur aus Corticium rolfsii durch eine zweite Spezies aus Aspergillus tereus muss hingegen als pathologisch eingestuft werden. Und in beiden Fällen sollte im Sinn behalten werden, dass sowohl Algen wie Schimmelpilze einem jeweils spezifischen Entwicklungszyklus unterliegen, der in Abhängigkeit der äußeren Bedingungen veränderlich ist. Normale Algen der Gattung Euglenia gracilis in Nährlösung besitzen diese langgestreckte Form. Nach Zusatz von Serum eines Krebskranken tritt zunächst ein Motilitätsverlust der amöboiden Bewegungen auf, am Ende Formveränderungen im Sinne irreversibler Abkugelungen mit histologisch nachweisbarer Zytolyse. Bei Zusatz von Serum gesunder Patienten tritt dieser Effekt nicht auf. Als Erklärungsversuch wird ein im Serum befindlicher toxischer Faktor verantwortlich gemacht, der das Milieu pathologisch verändert. Diese Filmdokumentation hatte zum Ziel, mit der Leistung einer neuartigen Mikroskopietechnik die Beziehung zwischen Säftehaushalt und pathologischen Prozessen nachzuweisen, die mit dem Vorhandensein und der Metamorphose eines viroiden Endobionten in Zusammenhang stehen. Abweichungen vom Normalpegel des humoralen Milieus verursachen zwangsläufig zyklogenetische Mutationen in der endobiontisch-viroiden Mikrobe, die dann aus der symbiontischen Phase in parasitäre Formen übergeht und so als Maß für den Grad der Dyskrasie gesehen werden muss. In vielen Fällen lässt sich eine derartige Entgleisung aufhalten oder bekämpfen durch Verbesserung des Terrains, wie hier im In-vitro-Versuch mit dem Erreger der Legionärskrankheit zu beobachten ist.
Der Erreger wurde durch ein für Menschen pathogenes Pilzmyzel zunächst absorbiert und später zersetzt. Der französische Physiologe Claude Bernard postulierte derartige Erkenntnisse mit der Feststellung: Die Mikrobe ist nichts, das Terrain ist alles. Damit ist die hippokratische Humoralpathologie untermauert, die als Ursache vieler Krankheiten eine fehlerhafte Zusammensetzung der Körpersäfte annimmt.